Hilfe, Hilfe, ich stecke fest. Nein. Okay. Wow, und willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing. Ja. Und Leute, heute gibt es eine ganz bestimmte Folge. Und zwar werde ich heute den lieben Zombie besuchen. Ja. Mann, ich freue mich schon mega. Und Leute, bei mir hat sich so ein bisschen was geändert. Die Früchte sind wieder da und... Ja, an sich ist, ja, das sind Kuscheltiere. Da hinten ist ein Dinosaurier. Warte, da muss ich ganz kurz hingehen. Ja, 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 ja. Guck, hier ist ein Dino, Leute. Beziehungsweise hier ist Godzilla. Und. Ich würde sagen, wir besuchen jetzt einfach Zombie, weil der wartet nicht schon auf mich, ja. Ich sehe fancy aus, ne? Sag ich schon mal vorweg. Ich hoffe. Wenn du nicht aussiehst wie ein Dinosaurier, kicke ich dich direkt wieder runter. Warte, ich drücke mal kurz zurück. kurz aussehen ändern. Oh, ich sehe so gut. Alter, dagegen kannst du wirklich nichts sagen. Muss ich mir jetzt auch ein Dino aussehen zusammenbasteln? Nein. Alter, ich sehe so. Würde dich weghauen. Da bin ich. Haha. Ja, warte, ich hol dich ab. Okay. Ich warte auch hier. Auch mit meinem Dinosaurier-Outfit. Das ist dein Dinosaurier-Outfit? Ja. Ich finde meins toll, oder? Also, ja. Meins wurde mir gemacht, Alter. Das wirkt ein bisschen besser als mein. Yeah. Jetzt Hallo. Ist dein Zombie-Classic-Outfit, ne? Mhm. Ich habe auch noch eine Zombie-Alternative. Falls dir das zu strahlend ist, habe ich auch noch ein normales. Das habe ich selber gekitzelt. Wait. Ich habe auch welche. Also keine Zombie-Outfits, aber ich habe ein paar andere Outfits. Ich habe auch Zombie-Outfits. Warte, guck. Ich habe Prinzessin. Ja, komm. Oh, ich habe Omi. Kleid. Ich habe eins, wo ich schlafe. Echt? Oh, das ist cool. Ja, sonst habe ich noch langweilige. Ich habe eins, wie als ein Tom Nook Cosplay. Das ist gut. Da habe ich ein Zauberer-Outfit. Ist das nicht wegen Maudado so? Ja, eigentlich schon so ein bisschen. Da habe ich eins einfach mit sehr viel goldenen Gegenständen. So, jetzt sieht man das besser. Na, lol, das ist ja übelst gut. Und miau. Gefällt mir. Aber bleiben wir doch mal klassisch heute. Ja. So, ja, man kommt auf meine Insel, erstmal da links, wird mal angelächelt. Einfach schon mal gute Stimmung, wenn man auf meine Insel kommt. Ist leider kein Original, ist nur ein Fake, aber sieht wenigstens lustig aus. Ja, das sieht wirklich cool aus. Weiß ja, Gerd ist so heute viele zu Wege. Besuch. Ja, auf der Minimap ist schon ein bisschen überfordernd wahrscheinlich. Also Minimap, Gerd ist heute da. Was ist das für eine Minimap? Ja, ne? Das ist ja gefühlt eine richtige Stadt, die du aufgebaut hast. Ich habe halt alles so mit Wegen durchzogen, dass man so einmal im Kreis durch die Insel laufen kann. Alter. Ich habe auch heftig. Den Stock und Leiter habe ich schon weggeworfen. Brauche ich schon gar nicht mehr. Lol. Ja, hier ist erstmal dann so ein kleiner so Park, der zur Siedlung führt. Da oben ist mein Haus, da gehen wir später hin. Okay. Über die fette Brücke. Oh, ich bin mega erstaunt, Alter. Ich vergleiche das mit meiner Stadt, in Anführungszeichen. Meins ist ja nicht mal ein Dorf. Meins ist einfach so ein Schrottplatz. Ich habe hier diese Häuser noch sehr basic stehen. Aber ich habe bei voll vielen Leuten schon gesehen, dass die den ganzen Häusern so eigene Grundstücke gemacht haben und so. Das war mir bisher zu viel Arbeit. Ich habe hier so ein bisschen Weg nur. Mhm. Hier ist so ein Poolgebiet mit einem Zylinderpool. Ja, das sieht nett aus. Ja, kann man hier so ein bisschen chillen. Da unten ist dann hier so der Strandbereich. Oh, ja, da oben ist noch. Hier. Da ein extra mit dem Schwimmschild. Yo, ja. Was denn, als ob? Geht das? Fitnessbereich? Oh, nee. Ich will Klimmzüge machen. Der hier geht, ja. Ich will mitmachen. Ja, warte, das ist zu zweit. Was? Hier ist eigentlich relativ leer. Hier muss ich irgendwie noch Palmen machen oder so. Keine Ahnung. Ja, das. Hier fehlt was. Ja, hier wohnen Bewohner. Wer ist hier? Prinz. Prinz ist der beste Bewohner. Kannst du reingehen? Ehrlich? Kannst du Hallo sagen. Okay, ja, obwohl Tanja ist besser. Tanja wohnt nebenan. Können wir auch gleich vorbeigucken. Lol! Ist das ein Frosch? Natürlich ist es ein Frosch. Ein Frosch mit irgendeinem Bart oder so. Ich bin mir nicht sicher. Oh Mann. Ich muss ihn sprechen? Oh Mann, mein Prinz. Oh Gott. Oh Mann, warum muss es ein Frosch sein? Oh, das passt zum Namen vom Prinz. Ja, ein Frosch. Ey, der hat am Ende irgendwas mit Bro gesagt. Ja, ich hab ihn beigebracht, Bro zu sagen. Alter! Das wissen die Leute in meinen Folgen noch gar nicht, das habe ich noch gar nicht aufgenommen. Oh, ups. Da kannst du drin lassen, ist nicht schlimm. Okay. Hey, ich wusste gar nicht, dass das geht. Ist ja, wenn die gut genug mit einem befreundet sind, kannst du denen Kleidung schenken und
Ja, so den Spruch ändern. Einfach Bro. Ja. So, hier ist Tanja. Ich hab das in Augenwinkel gesehen. Die habe ich vor 2, 3 Tagen auf einer Insel gefunden. Mhm. Und die ist einfach ultra cool. Warum ist die cool? Oh, weiß ich nicht. Die sieht... Leute, die sieht irgendwie cool aus. Die ist eine Orange. Und guckt lustig. Ja. Hä? Ich wusste gar nicht, dass man sowas finden kann. Die sehen ja voll geil aus. Ja, es gibt schon ein paar ultra coole Bewohner. Ja, genau. Ich meine, die Wohnung sieht auch voll lecker aus. Ja, die ganzen Fruchtmöbel. Habe ich auch ganz viele in meinem Haus stehen schon. Ich bin einfach auch innerlich eine Tanja. Ja gut, aber wir wollen ja jetzt hier nicht bei jedem Bewohner einmal ins Haus rennen, oder doch? Ich weiß es nicht. Nee. Ich glaube, das rechts hier, ist das von einem Löwen oder so? Warte, wer wohnt da? Sag's mir. Fatima. Ah, Fatima. Oh, Fatima ist so süß. Komm, okay, dann gehen wir da auch rein. Gehen wir doch letztendlich irgendwie zu fast allen. Was für ein Tier ist Fatima? Ist das ein... Das ist ein Reh, ja. Ja. Einfach ein Reh. Mit dir. Okay. Oh, dich habe ich noch nie gesehen. Das heißt wohl, du kommst von einer anderen Insel. Verstehe, Mexiko heißt du also. Freut mich, mein Name ist Fatima. Bla bla. Bim bam. Die hatte schon Geburtstag und ich habe ihr da eine Pfanne geschenkt und die hat sie einfach auf ihren Herd draufgestellt. Die ist so klug. Das ist echt voll schlau. Ja, also ich denke, es war einfach nur der einzige Platz, der in der Wohnung frei war, aber... Das kann auch sein. Ich möchte mir vorstellen, dass sie es extra gemacht hat. Ja, die anderen Bewohner sind Müll, die muss ich dir nicht zeigen. Die Armen. Nein, sind schon ein paar coole noch dabei. Ja, hier oben ist so ein Fichtenwald mit Campingplatz. Kann man hier ein bisschen campen gehen? Kann man sich hier... Ja. Oh, ja. Natürlich. Das ist gut. Das hier ist auch mein Starterbett noch gewesen. Aber die passt ja hier schön zu dem Campingplatz. Das passt wirklich sehr gut. Ja. Allgemein fehlen mir noch überall so sehr viele Möbel, die ich hinstellen möchte. Aber es geht voran. Hier ist so eine kleine Parkbank. Dauert noch ein bisschen, bis du alles hinstellst. Ja, genau. Da oben habe ich hier will ich Blumen züchten. Hier habe ich einfach nur so eine große leere Fläche. Mhm. Die sich Blumen ich möchte, züchten? Ja. Man kann sich halt so lila Blumen züchten. Und wenn ich ganz viele davon habe, kann ich mir so ein Zylinderblumenfeld machen. Lol. Das wird richtig cool. Dann hier so ein eine schöne Brücke vom Wasserfall. Ein Baum auf dem Weg, den ich vielleicht wegmachen sollte. Nein, der steht da gut, finde ich. Ja, der passt da. Habe ich hier extra eine Treppe hingemacht für diesen Fuchs, der dann ab und zu vorbeikommt. Extra eine Mülltonne hingestellt, dass er weiß, dass er Trash ist. Der verkauft ja immer Fakes. Das fällt ihm ein. Jetzt? Ja. Er verkauft nicht nur echte Sachen. Wow. Dann habe ich hier richtiger meine Fruchtplantage. Hast du alle Fruchtarten? Sonst kannst du dich gerne bedienen. Okay. Ich habe alle. Ich nach ein paar Tagen gehabt, die habe ich mir erst sneaked alle. Ja, hat irgendwie jeder eigentlich sofort. Aber ja, hier habe ich so meine ganzen Obstbäume in der Ecke oben. Da hinten ist ein Leuchtturm, den kann man so aus der Distanz betrachten. Da wirkt er nochmal ästhetisch. Wenn man näher rankommt, fällt einem auf, dass der schon echt klein ist. Oh. Voll enttäuschend. Ja. Da ist auch eine Tür auf der anderen Seite. Ich habe den extra umgedreht, weil die Tür einfach so groß wie mein Knie ist. Echt jetzt? Kann man da reingehen? Nee. Man passt ja gar nicht rein. Irgendwie merkwürdig, ja. Hier habe ich noch irgendwie Blumen, wo ich noch nicht weiß, wohin damit. Einfach hier habe ich einen Zylinderberg. Oh. Ja, wenn du auf die Minimap guckst, genau, da siehst du erst links meine ganzen Bewohner. Sunny ist auch cool. Der Koala, jetzt sehe ich das mit den Dings-Zylinder. Ist nur der Punkt von mir ein bisschen darüber. Und unten rechts ist ein Zylinder, unten links ist ein Zylinder, oben links in dem Ding ist ein Zylinder, meine Insel in der Mitte ist ein Zylinder. Ja, ich habe halt versucht, so verschiedene Zylinder wie möglich. So kleine Easter Eggs überall, Alter. Ja, wenn es schon Zylindrieren ist. Zylindrieren. Ja, wenn ich deine Insel mal besuche, erwarte ich auch, dass sie dinosaurierförmig ist. Da ist ein Dino. Also beziehungsweise das Godzilla, aber es ist ein Dino für mich. Man kann ja auch die Fossilien aufstellen. Hast du eigentlich auch Habe ich auch einen halben Kopf, also einen Kopf. Ja genau, hier ist so das Stadtviertel. Auch mit so Steinwegen. Und wer ist das? Rüdiger. Heißt der echt Rüdiger? Lol. Heißt der echt Rüdiger? Krass, wie exotisch. Alter, oha. So ein Name hier auf so einer Insel, das ist bemerkenswert. Ich bin überrascht. Das ist so ein kleiner Stadtpark. Da habe ich irgendwann ganz am Anfang dieses Stonehenge-Ding bekommen. Da habe ich dann einen Park drum gebaut. Ja, warum nicht, ne? Sieht cool aus. Ja. Was wird hier hingemacht? Das ist der Campingplatz, das ist vom Spiel. Da kommen Bewohner zu Besuch manchmal, die man dann einladen kann, wenn man möchte. Wenn man möchte. Bestimmt hin. Ja. Genau. Ja, genau. Dann ist hier noch meine Insel. Hier mit meinem Original-Twitter-Avatar. Das ist pure Kunst.
Hier habe ich auch schon ein paar lila Blumen. Ist das ein Affe hier links, oder? Ich weiß nicht, was das ist, aber es sieht echt merkwürdig aus. Sieht ein bisschen aus wie ein Affe, aber irgendwie auch nicht. Yo, was, Totenkopf, yo. Ja. Und wer ist das hier? Das ist mein Haustier. Wer ist die Schildkröte? Die hat keinen Namen, aber du kannst ihr einen Namen geben, wenn du willst. Aber guck mal, die ist wütend, wenn man die anfasst. Warte. Ja. Und hier ist trotzdem auch irgendwas auch drin. Oha. Ja. Da ist ein Hund drin, ne? Ich dachte, ich habe eine Schildkröte. Ja, aber da ist ja noch ein Tier drin, oder nicht? Ja, was soll so das Haus von der Schildkröte sein? Oh. Ja, sollte gehen. Streng dich an. Streng dich an. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das. Du bist zu dick. Probier du mal, dich hinzusetzen. Okay, warte. Ich versuche jetzt ganz... Ja, okay. Ja, jetzt bin ich ganz außen. Tada. Warte. Kamera raus. Warte, ich will auch. Das habe ich auch noch. Ich mache fröhliche Noten. Ich habe nur ein paar Emos leider. Ich habe heute Wut bekommen. Wo ist er denn? Ablehnung, Wut. Ja. 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 Ja, mein Haus, mein Haus ist noch komplett Müll. Aber wir können einfach mal ein bisschen durch die Zimmer gucken. Ich habe nicht mal die Tapeten richtig. Oh je. Ja, aber es ist bei mir genauso. Aber ich habe den finalen Preis von der Akademie des schönen Hauses bekommen, wenigstens. Schönes kleines Goldhaus. Nein, mein rechter Controller funktioniert nicht. Nein! Oh oh. Maxify ist gefangen. Es gibt von mir 5 Punkte. In meinem Wohnzimmer, warte mal, ich will ganz kurz andere. Komm mal. Kannst du dich wieder bewegen? Ja. Ah. Also, was machst du da? Ich guck fern. Mit meinem Goldbesteck und meinem goldenen Kerzenleuchter. Alles aus Gold, Alter. Der Bonze immer wieder. Ja, mit meinem goldenen Monokel. Funktioniert das hier? Ja, klar. Okay. 6! Oh, warte, ich schlag dich. Ich schlag dich. Okay. 4. 4 ist besser. Aber lila. Aber lila. Bei dir. Puh. Er muss eine 8 bekommen. Du hast so viel. Okay. Schaff ich. First try. Und zack. Bei mir ist rot wie 8. Der Mund vom Dinosaurier. Perfekt. Oha, wie hell. Oha, Licht. Ja, guck mal, hier habe ich meine Froschpostersammlung. Ich lasse mir von allen, die Frösche als Bewohner haben, die Poster schicken und hänge die mir über mein Bett. Warum Frösche? Ich weiß nicht. Hast du ein Problem mit Fröschen? Ja, meine Moderatoren auf meinem Discord bezeichnen mich dauerhaft als Frosch. Und das ist so eine Mobbing. Und dann sind hier mehr Frösche. Mann. Ich kann dir Froschposter zuschicken, wenn du möchtest. Nein, 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 muss nicht sein. Ja, hier ist Schokoladentapete und Boden. Wow. Weiße Schokolade mit ein paar Obstmöbeln und diesem Ding. Und da drüben habe ich so Küchensachen irgendwie hingestellt. Maximale Störgeräusche. Das kann man auch anmachen. Hilfe. Kann man? Ja. Nö. Es wackelt nur ein bisschen, oder? Obwohl, dann dampft's. Oh ja, noch die Mühle dazu. Wow. Hm. Die Mühle auf dem Herd. Gar nichts mehr hören können. Das Zimmer rechts sehen wir jetzt für den Schluss auf, würde ich sagen. Gehen wir erstmal nach oben. Ja, oben ist eigentlich nur das Zeug von dem Oster-Event. Oh Mann. Nichts Spannendes. Oh, super. Oster-Event, juhu. Ja. Beste Event. Hab ich aber nur alles in einen Raum geballert. Oha. Junge, Alter. Willst du ihn auch mal anfassen? Na klar. Komm schon, trau dich. Okay, ich fasse ihn jetzt an. Oh, das war so cool. Das heißt, mein Keller ist die absolute Unordnung. Da habe ich nämlich nur ein Möbel reingestellt, um die Punkte von der Akademie zu bekommen. Aber bringen wir es hinter uns. Okay. Ich muss mir an diesem komischen Goldhaus erstmal vorbeiquetschen. Ach so, nee, mein Keller ist aufgeräumt. Echt? Ah, ja. Oh, das Rübenparadies. Ja, da habe ich Rüben reingelegt und meine ganzen Preise hängen an der Wand. Und Goldtapete natürlich. Ja, natürlich, muss halt alles Gold sein. Das wird dann so meine Schatzkammer irgendwann, wenn ich ganz viel Goldsachen habe. Braucht man natürlich, ne? Ja, klar. Und du kannst raten, wovon hier die Möbel kommen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, von Luftballon abschießen, oder? Auf jeden. Sind die Luftballon-Trophäen auf jeden Fall. Kriegt man den goldenen? Genauso wie man den bronzenen und den silbernen bekommen hat.
einfach mehr. Bei dem, weil es gab so ein Angelturnier. Mhm. Genau, da musste man 150 Punkte, glaube ich, machen. Oder nee, 300 Punkte musste man, glaube ich, angeln gesamt. Das hat einfach 3-4 Stunden gedauert. Oha. Ewig. Aber ich wollte Goldpokal haben. Ja, du willst alles so in Gold haben, ich sehe das schon. Ja. Und jetzt kommt der besondere Raum. Jetzt kommt der besondere Raum. Ich weiß gar nicht, ob du da rein möchtest. Ich habe irgendwie Angst. Ja. Was ist das für ein Raum? Das ist der Folterraum. Ich will mich nicht hinsetzen. Ich meine Bewohner für Sternis. Damit ich mir meine Goldmöbel mir leisten kann. Darf ich wieder rausgehen? Ich habe irgendwie Angst. Kannst du dich auch mal hinsetzen? Nein, ich weiß nicht, ob ich das wirklich möchte. Ich hole nur den Schlauch hier unten dann. Okay, setz mich jetzt hin. Ja, ich bereite halt schon mal alles vor. Welches Messer nehme ich heute? Ja. Welches Werkzeug? Ja, ich habe keine Ahnung. Irgendwie sind die Sachen, die ich die ganze Zeit bekomme, aber nur so Foltergegenstände. Der Raum wurde mir aufgezwungen. Oh Mann, ein Folterraum. Braucht man ja, auch. Ja, passt doch zu Animal Crossing. Ja, stimmt. Ah ja. Das war alles, ne? Das war alles, glaube ich, ja. Hab okay. Nichts mehr, was ich sonst so zeigen kann. Also neidisch bin ich auf jeden Fall. Vor allem wegen dem Folterraum. Der ist ja übelst krass. Ja, auf jeden. Da sitzt jemand den ganzen Tag drin und genießt es einfach. Genießt es, andere zu foltern. Hier oben ist auch nichts mehr, oder? Das sind nur Bären. Da waren wir, oder? Ich habe einfach so die Startbäume von mir, habe ich halt so als Hintergrund von meinem Haus. Ja, ja. Warum nicht? Du hast Birnen als Startdingster gehabt? Genau. Ja, ich auch. Ja, ansonsten halt überall in den Flüssen sind diese kleinen Inseln, dass man einfach ohne Stock halt drüber hüpfen kann, dass ich mir den Stock spare. Ja, praktisch. Ja. Okay, das war's, oder? Das war's. Ja, cool. Soll ich zu machen? Warte, eine Sache habe ich noch für dich. Setz dich mal auf den Stuhl. Mhm. Got you. No. Oh. Hilfe! Ich stecke fest! Nein! Okay. Komm ich da jetzt irgendwie raus? Oha! Ja. Mit einem Salto. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass ich so sportlich bin. Schmeiß mich jetzt wieder von deiner Insel runter. Kann ich machen. Du kannst auch über den Flughafen gehen, was dir lieber ist. Flughafen. Okay. Ganz schnell Flughafen. Flughafen. Hier geht's lang, ne? Ja. Und dann runter? Du kennst meine Insel schon. Unten geht er auch lang. Ja, unten sind wir noch gar nicht lang gelaufen. Ja, hier und dann ist hier nochmal ein Hirsch und dann... Das ist Erik. Und dann ist hier nochmal ein Vogel. Das ist... nicht Sandra? Philippa ist das. Und hier ist eine Fake-Statue. Welchen Bewohner habe ich dir nicht gezeigt? Irgendein cool... Ach, Ottokar gibt's noch. Komm mal mit. Ottokar? Wir schauen uns Ottokar noch zum Abschied an. Okay. Was ist das für ein Tier? Oh, okay, never mind. Frage beantwortet. Das ist Ottokar. Er ist ein lebendes Takoyaki. Weißt du, was Takoyaki ist? Ist das was zu essen? Ja. Das sind so Tintenfischbällchen, die auf so einem Stock gepiekst sind. Deswegen hat er auch einen Stock im Kopf stecken. Lol. Der ist einfach lebendiges Essen. Darf ich ihn essen? Ja. Aber wie cool ist denn sein Haus allein, dass es auch so ein Takoyaki-Stand ist? Ja, ne? Und einfach so diese Straßentapete. Auf zum Flughafen! Das ist so riesig alles. Ja. Rüdiger aus dem Weg. Ey, ah, ich komm. Ah. Ich komm nicht vorbei. Rüdiger ist zu stark. Okay, dann geh ich rein jetzt, da. Okay? Rein da. Ey. Danke für die Rundführung. Oha! Gern geschehen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ein kleiner Einblick. Es war wundervoll. Ja! Okay, dann bye bye Vogel, bye bye Zombie. Bye bye. Ich geh jetzt zu meiner langweiligen Insel. Den Vogel gibt's auch bei dir. Ich versuch zu gehen. Anscheinend soll ich doch hier bleiben. Jetzt geht's zu einer Kuheninsel, ey. Hallo? Kapi. Es traut er sich auch nur zu sagen, weil er schon im Flugzeug sitzt. Kannst direkt zurück in die Folterkammer. Nee. Bye bye, Zombie. Tschüss. Okay, Leute, das war die super tolle Insel von Zombie. Wollt ihr, dass ich auf noch mehr Inseln gehe? Oder wollt ihr es nicht? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Ja, und schreibt mal, zu wen ich noch gehen soll. Und ja. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Und wenn ihr noch mehr Animal Crossing sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da.
Schreibt super nette Kommentare, weil nette Kommentare pushen das Video. Und ja. Ja. Rechts kommt ihr zu meinem letzten Video. In der Videobeschreibung könnt ihr zu Zombie vorbeischauen. Er hat dazu schon 400 Folgen hochgeladen. Und links könnt ihr uns beide abonnieren. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.